I can't stay. No, I always gotta go. Was geht ab, Leute? Willkommen zum nächsten Vlog aus Philadelphia. Ja, leider muss ich sagen, schon der letzte Vlog, aber heute wieder mit strahlendem Sonnenschein. Gestern war bei mir ein so verregneter Tag. Es war wirklich saukalt. Es hat geschüttet aus Eimern. Ich hatte Gott sei Dank einen Regenschirm dabei. Und jetzt heute habe ich die Möglichkeit, bei strahlendem Sonnenschein mit euch nochmal Philly zu erkunden. Ich habe mir heute wirklich den Tag eingeplant, die Zeit genommen. Wir gehen zu den Rocky Steps. Die Statue ist natürlich auch nebendran. Ich stehe jetzt schon vor dem italienischen Markt hier, für den Philly auch bekannt ist. Hier gibt es richtig geilen Kaffee. Ich habe natürlich hier schon den einen oder anderen Kaffee getrunken. Wir werden hier auch frühstücken und zu guter Letzt Freiheitsglocke und Cheesesteak essen. Cheesesteak essen werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Deswegen, ich genieße jetzt noch ganz kurz die Sonne und dann geht's los. Ein kompletter Tag in Philadelphia. Viel Spaß! Hiervor bin ich jetzt gerade stehen geblieben. Der Laden sieht eigentlich ganz klein und nett aus. Hier gibt es eigentlich alles, was man so zum Frühstücken braucht. Eier, Bacon, dann Hausspezialitäten, Panini. Und dann hier House-Baked Pronounced Svoj Adel. Tiramisu gibt es auch. Ich glaube, hier schauen wir mal rein. Okay, let's go. At first, the cannoli. Sure. This roll. Svoj Adel. Okay. Yeah. It's correct or wrong? Yeah. Yeah, okay. One cappuccino. Okay. And last but not least, maybe eggs with bacon, but without cheese. Okay. Yeah, that's all. So Leute, wenn das mal nicht gut aussieht. Ich habe zwar den Namen schon wieder von diesen Dingern hier vergessen, aber ja, ich habe mir gedacht, amerikanisches Frühstück, das kennt jeder von uns, und so italienisches Frühstück, besonders so Spezialitäten, die ich auch jetzt selber noch nicht gegessen habe, lass es einfach mal ausprobieren. Ich frage mich nur, wie viel Kalorien hat bitte diese Rolle hier? Ich will es besser gar nicht wissen. So, like this last season, we would take turns being coaching to get full. Mhm. Yeah. Und ist gar nicht so süß, wie ich gedacht habe. Aber sehr lecker. Boah. Gibt sogar eine 10 von 10. Ich weiß nicht, was man da besser machen kann, außer man mag irgendwie mehr süß. Es ist ein bisschen süß, aber nicht zu süß. Okay, probieren wir das hier. Warte, ich krieg's hin. Es Svoj Adel. Es ist italienisch irgendwie. Ich probiere einfach mal. Also auch sehr lecker, aber die Rolle schmeckt besser. Das ist im Endeffekt wie ein Croissant mit so, ich weiß nicht, wie man diese Struktur hier nennt. Und innen drinnen ist es dann so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, das persönlich habe ich jetzt noch nie gesehen. Das sieht aus wie Eier, Bacon in so einem Gebäck, aber das ist jetzt auch kein Panini. Wir probieren es einfach mal. Mmh. Boah, ist das heiß. Oh. Sehr, sehr cool. Ich sag's euch, ich platz aus allen Nähten. Boah, ich wollte eigentlich, mein Plan war, dass ich ungefähr so um 10 Uhr an den Rocky Steps und an der Statue bin.
Aber ich muss jetzt laufen. Ich weiß nicht, ob ich heute nicht sogar den ganzen Tag einfach alles laufen werde, damit ich die Kalorien wieder verbrenne, weil ich fühle mich gerade so voll gefressen. Ich laufe jetzt erstmal zur Freiheitsglocke, weil die ist näher, das sind jetzt 22 Minuten. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich nach links weglaufe zur Rocky-Statue oder ob ich das dann mit dem Uber fahre. Aber generell, man kann hier in Philly eigentlich sehr schön laufen. Aber jetzt muss ich einfach erstmal ein bisschen verdauen. Also jetzt geht's erstmal zur Freiheitsglocke. Wir sind angekommen. Hier kann ich jetzt natürlich nicht so rumschreien, weil es ein bisschen museumartig ist. Hier gibt es auch eine Sicherheitskontrolle, aber alles easy und entspannt. So ein bisschen wie am Flughafen, muss man einfach durch so einen Elektroscan gehen. Und genau, jetzt schaue ich gerade, wo die Glocke ist, weil ich habe sie noch nicht gefunden. Ne? Aber ja, okay, jetzt ich sehe die ganzen Leute. Ist schon geil, wie sich jeder darum streitet, vor so einer Glocke ein Bild machen zu dürfen. Eigentlich total bescheuert, aber ja. Wie gesagt, echt, sieht beeindruckend aus. Ich stehe jetzt vor der City Hall, die gigantisch groß ist. Ist, glaube ich, heute auch noch eins der größten Gebäude in den USA. Und wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, sogar noch das größte kommunale Gebäude in den Staaten. Ja, sehr beeindruckend. Es ist jetzt zwar nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt reingehen, aber mal davor zu stehen, auf jeden Fall schon impressive. Es ist zwar nicht easy, die Love Sculpture und mich auf die Cam zu kriegen, aber mit dem Winkel habe ich es geschafft, ja. Da stehe ich jetzt quasi davor, ist so schräg 100, 200 Meter entfernt von der City Hall, ja, auch ganz bekannt hier in Philadelphia, steht auch auf jeder Webseite. Wenn man nachschaut, was sollte man das erste Mal in Philly tun, dann hier einmal ganz kurz vorbeigehen. Ich meine, das liegt ja wirklich. Also man kann hier generell sowieso alles laufen. Ich bin jetzt von der Freiheitsglocke zur City Hall 20 Minuten, hier jetzt eine Minute rüber und jetzt brauche ich zur Rocky-Statue und zu den Rocky Steps brauche ich auch wieder 20 Minuten. Man kann hier wirklich alles wunderbar laufen. Ja, soll ich noch irgendwas über Liebe erzählen? Ich liebe euch. Nein, ich liebe meine Family, ich liebe meine Freundin, aber ich liebe auch wirklich, dass ich das hier alles machen darf. Und genau, ich glaube, das reicht, bevor es zu schnulzig wird. Und jetzt endlich zu Rocky, was meine Kindheit geprägt hat. Auf geht's, da müssen wir in die Richtung. Ja, krass, dadurch, dass heute so klares Wetter ist, kann ich von hier quasi die Steps schon sehen. Ich bin jetzt von der Love Sculpture ungefähr eine Minute weggelaufen, ne? Und dahinter brauche ich jetzt ungefähr 20, 25 Minuten. Ne? Also, auf geht's. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich stehe endlich davor. Ich bin eigentlich jetzt schon zu fertig, um die Treppen hochzulaufen, ne? Aber das machen wir jetzt natürlich. Ich habe jetzt den Bildstabilisator reingehauen und jetzt geht's los, wie im Film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich nehme natürlich immer zwei Steps, sonst dauert es zu lange. Oh. Ja, da kommt der Max, der ist topfit nach dem italienischen Frühstück. Let's go. Zack, zack, zack. Wäre jetzt geil, wenn es mich so aufs Maul hauen würde. Aber Gott sei Dank nicht. Komm, noch einmal.
Here we go. Geschafft. Oh, da kommt auch gleich noch die Sonne raus. Puh. Was ein geiler Ausblick. Ah, oh, wie schön, Mann. Und jetzt stehe ich vor der Rocky-Statue. Das ist auf jeden Fall für mich was Besonderes, weil die Rocky-Filme haben sehr, sehr krass meine Kindheit geprägt. Also die ersten vier Teile habe ich bestimmt, ungelogen, jeden mindestens 15, 20 Mal gesehen. Egal ob die ersten beiden mit Apollo Creed, dann der dritte, wahrscheinlich mit der bekannteste wegen Eye of the Tiger gegen Clubber Lang und dann der vierte. Das sind einfach krasse Erinnerungen. Das sind unter anderem mit meine absoluten Lieblingsfilme. Also wer Rocky nicht gesehen hat, der hat definitiv was verpasst. Einfach dieses Mindset, die Einstellung. Eigentlich so mein erster Kontakt zum Boxen. Und deswegen, ich mache jetzt noch ein Foto mit der Rocky-Statue. Dann geht's Cheesesteak essen und dann bin ich eigentlich auch schon durch. Dann habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe von euch so viele Tipps bekommen, wo soll ich mein erstes Cheesesteak essen. Und ich höre jetzt einfach auf die ganzen Einheimischen. Ich habe hier mindestens 10 Leute gefragt, egal ob jetzt auf dem italienischen Markt oder Uber-Driver. Alle haben gesagt, halt dich fern von diesen Ketten. Geh in irgendeinen seitlichen Laden, der ein bisschen dreckig versifft aussieht und geh da rein. Und ich habe jetzt einen gefunden und da steht seit 1936 machen die Cheesesteaks und wir probieren das Ding jetzt. Ich bin sehr gespannt. Das ist tatsächlich mein erstes Cheesesteak, was ich jemals essen werde. Okay Leute, der erste Biss. Er lacht, weil ich in Deutsch spreche. Let's go. Okay, you wanna try? You wanna try, okay. Pretty good? Yeah, very good. How do you say very good in German? Sehr gut. Sehr gut. What else you wanna order? Sehr gut, very easy. Good. Also ich habe jetzt die erste Hälfte gegessen, man hat zwar das Gefühl, man kriegt eine Herzattacke, aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Auf jeden Fall top, kann ich empfehlen, den Laden. Also das war mein erstes Cheesesteak. Super nette Leute und vor allem ehrlich. Sie haben gesagt, ey, wir sind eigentlich gar nicht spezialisiert auf Cheesesteaks, es gibt hier bessere Läden. Aber alleine einfach die Konversation und so ein kleiner Laden und dann so richtig versifft und dreckig und genauso wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Keine große Kette, ich weiß, es gibt geilere Läden, aber hier war ich auf jeden Fall jetzt mega happy und konnte mit denen jetzt auch 20, 30 Minuten über Basketball sprechen. Ja, Leute, das war mein Tag in Philly. Ich glaube, alles mit dabei gewesen, zumindest was mir wichtig war. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht konnte ich auch die ein oder andere Inspiration geben, wenn ihr mal selber hier sein solltet. Und ansonsten, ja, sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Dann in New York. Bis dahin, Leute. Ciao.